2 Siege in Serie. Dementsprechend selbstbewusst gehen die Gastgeber zur Sache. Marc Stein. 10 Minuten vorbei. Ein erstes Zeichen. Keine Probleme für Unger im Babelsberger Tor, weil Marc Stein zu wenig Dampf hinter seine Direktabnahme bekommt. Die Partie sorgt trotzdem schnell für schlechte Laune beim Babelsberger Trainer Dietmar Demuth, der einst als Spieler mit Offenbach aus der ersten Liga abstieg. Seine Elf agiert ängstlich und kommt erst kurz vor der Pause mal vors Offenbacher Tor. Strohengel, Kühne und das ist Prochno. Der Ball im Tor, aber Sie haben es gehört, ein Pfiff. Schiedsrichter Wingenbach und sein Assistent entscheiden auf Abseits. Knappe, aber korrekte Entscheidung. Der Treffer von Julian Prochno findet keine Anerkennung und auch deshalb kein Grund zur Aufregung für Eisenschädel Wunikowski. Pause am Biberer Berg, bislang ein Kick von der Sorte extrem ermüdend. Immerhin kommt Offenbach etwas aggressiver aus der Kabine, gewinnt jetzt die Zweikämpfe in der eigenen Hälfte und auch die entscheidenden im Mittelfeld. Das ist Kapitän Elton da Costa. Der sieht auf rechts Christopher Lamprecht. Und da kommt Hahn angeflogen. André Hahn zuletzt 2-mal Matchwinner per Kopf. Heute aber noch ohne die nötige Präzision. Und Kickers Coach Ari van Lent, selbst früher einmal Vollblutstürmer, sieht, was alle sehen. Es hapert im Abschluss. Und dann zur Überraschung aller doch nochmal die passiven Babelsberger. Freistoß Grossert. Aber da ist er, Mister Zuverlässig. Ein dankbarer Ball für den weitgehend beschäftigungslosen Teilzeitflieger Robert Wunikowski. Die Kickers spielen jetzt auf Sieg, bringen mit Testrot einen weiteren Stürmer. Und das macht sich bezahlt. Marc Stein. Klasse Pass auf Ebenjen. Pascal. Testrot. Der Heber hinein ins Glück. Offenbach feiert. 8 Minuten vor dem Ende. Pascal Testrot, super bedient von Marc Stein. Aber achten Sie mal auf Torwart Marian Unger. Der kommt erst heraus, dann überlegt er es sich anders. Und ermöglicht so diesen schönen Treffer von Pascal Testrot. Saisontor Nummer 3 für den Mann, der bei Werder Bremen keine sportliche Perspektive mehr sah. Die offizielle Spielzeit fast vorbei. Und nochmal Babelsberg. Die Flanke auf Markus Müller. Der kommt zum Kopfball, kommt zu Fall. Ein Pfiff. Elfmeter, sagt Schiedsrichter Wingenbach. Stefan Hickel soll in der Mitte gehalten und geschoben haben. Für mich überhaupt nicht zu erkennen. Fehlentscheidung. Bitter für den OFC. Und das Duell Strohengel gegen Wunikowski. 1:1. Der Ausgleich für die Gäste. Dominik Strohengel. In der Schlussminute unter den Pfiffen des Publikums behält er gegen Wunikowski die Nerven. Noch aber ist nicht Schluss. Die Nachspielzeit. Stefan Vogler auf den eingewechselten Hesse. Und der wieder zu Vogler. Das muss der Sieg sein. Ist er aber nicht. Was für eine dramatische Schlussphase. 1:1. Ein glücklicher Punkt für Babelsberg. Und Offenbach fühlt sich um den verdienten Lohn gebracht.